Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch grüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Und heute gibt's mal wieder ein Ranked mit Talon. Ja, Talon, ich muss sagen, aktuell bin ich nicht so richtig drin bei Talon. Und jetzt kam auch noch eine sehr, sehr wichtige Rune von ihm. Also die wurde geändert mit dem Patch. Das ist die gute Nimbus Cloak Rune. Ich habe Nimbus Cloak immer geliebt auf Talon. Denn mit der Ultimate zusammen war das wirklich, wirklich wundervoll. Aber, ja, die ist jetzt komplett scheiße, weil sie nur für Summoner Spells funktioniert. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, Leute, Talon ist jetzt sowieso done für mich. Also, er war vorher schon nicht done für mich, aber ich rotiere ja immer so ein bisschen. Ich spiele diesen Champion, dann spiele ich diesen Champion, dann spiele ich diesen Champion. Ja, und Talon war da gerade nicht mehr so krass drin. Aber, ja, ich habe mir jetzt einfach mal so gedacht, ja, scheiße, was soll ich denn jetzt auf Talon spielen? Was soll ich jetzt machen, Leute? Und ich habe mal geguckt, was die ganzen anderen Super, Nonstar, Ultra, Giga, Mega Talon-Spieler machen. Und die spielen tatsächlich meistens absoluter Fokus und Scorch. Also klar, kann man natürlich absolut verstehen mit Scorch. Ne? Du hast super viel Aggressivität im Early Game. Siehst du mit Aftershock, das wird doch übel genervt, oder nicht? Das wird doch übel genervt. Aber gut, soll sie machen. Also, ja, ich weiß nicht. Gerade im Early Game hat man natürlich super viel Powered mit diesem Item-Bild. Ne? Ihr seht hier, Peng. Das knallt wie Sonnensuppe. Das haut übelst, also das schallert richtig beim Zuschlagen, das merkt man richtig. Aber, ja, ich war noch nie so ein richtiger Scorch-Fan, weil im Late-Game ist die Rune komplett useless. Alternativ könnte man natürlich immer noch Gathering Storm mitnehmen, aber es wird wahrscheinlich absoluter Fokus safe sein. Wobei ab und zu die Talon-Spieler auch, Nullifying Orb mitgenommen haben, die Rune, die euch zusätzlich, ja, so ein Schild gibt, so ein kleines absorbierendes Schild. Das hat man auch ab und zu mal gesehen. Aber ja, vielleicht, ich habe keine Ahnung. Ich meine, es sind die besten Talon-Spiele der Welt, die ich da gesehen habe, aus Korea irgendwo. Und die hatten teilweise 80% Winrate. Vielleicht beschäftige ich mich da nochmal mit. 80% klingt lecker. Sind wir ehrlich, klingt lecker. Aber natürlich muss man auch berücksichtigen, sehr, sehr viele, ja, keine Ahnung, es gibt halt zu jedem Champ irgendwie jemanden, der 80% auf diesem Champ hat. Und die Frage ist, ob man selber sowas auch erreichen kann oder eben nicht, ne? Und wie krass man in diesem Spiel sein muss, vor allem, ne, das waren fast alles koreanische Spieler. Von daher, schwierig. Ja, was ich dir gerne auch noch testen würde, ist das Sanguine Blade. Das Sanguine Blade soll jetzt gerade schon wieder genervt werden auf dem PBE. Das bedeutet, es soll weniger Attack Speed geben, 20% weniger. Ist auch sehr, sehr stark gerade das Blade, aber es würde halt perfekt zu meinem Spielziel passen, wenn ich spiele Talon meistens auf Split pushen, auf alleine sein, auf Türme zerstören. Tower Melting Toby, Tower Taking Toby. Können wir sie jetzt mal töten oder so? Geht das irgendwie? Nee, nicht so richtig, ne? Sie steht halt immer da hinten, übel weit weg. Wir könnten aber einen Quick Rom initiieren, Leute. Ich sehe, dass auf der Botlane was möglich ist. Und, ne? Alles ist möglich. Toyota, da bin ich natürlich super schnell. Man müsste natürlich auch gucken, okay, die wurden informiert. Vielleicht haben sie auch Jax gesehen. Das ist natürlich super unglücklich, ne? Ich wette, sie haben Jax gesehen und sind dadurch weggegangen. Ich glaube nicht, dass sie hier informiert wurden. Ist unglücklich. Itembildmäßig. Wir werden Tiamat rushen, danach Mobi Boots. Also, ich werde mein Spielstil ein bisschen anpassen. Denn, ja, ich habe sonst immer Macri, Ninja Tabis oder sowas gemacht, aber Ninja, Mobi Boots scheint wirklich der absolute, ne, aktuell einfach die Scheiße aus der Map herausroamen. Das ist so der Plan. Vor allem gegen Lissandra, die sowieso relativ schwierig zu töten ist, ist das wahrscheinlich nicht verkehrt, ne? Das heißt, wir gönnen uns mal hier, gönnen uns mal da. So, sie ist jetzt Roback Porten. So, wie viel kostet Tiamat? Tiamat haben wir fertig. Kaufen wir den direkt oder roamen wir? Botlane roamen wäre sogar possible, aber die sind gerade weg. Das heißt, wir machen mal hinten Tiamat und gehen wieder auf die Lane. Als nächstes Mobi Boots und... Ja, Leute, lasst uns ehrlich sein. Ich glaube, man muss halt immer noch Draktarblade Yomus bauen. Ich meine, klar, es gibt jetzt neue Items, aber es ist doch wie vorher, oder nicht? Du gehst Draktarblade, du gehst Yomus... Und dann, ja, dann ist halt die Frage. Eigentlich würde ich Black Cleaver dann gerne wieder bauen, wegen der CDR, aber vielleicht erst Sanguine und dann Black Cleaver. Oder Black Cleaver Sanguine, weil Sanguine ist ja zum Split-Push und das macht man ja eher später, ne? Aber muss man mal gucken. So, wir haben jetzt Tiamat. Wir werden jetzt pushen. Und vielleicht sogar jetzt, sie ist schon gerade irgendwo weg, das ist gut. Vielleicht geht sie Botlane, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, weil da ist gerade keiner. Aber hä, wo ist sie hin? Sie wardet wahrscheinlich. Hat sie ein Ward? Ja, sie hat ein Ward, sie wird jetzt, sie wird gleich ohne Ward wiederkommen. Und sie wird dann hier ganz tief hier irgendwo eins gestellt haben. Und wir roam in der Zeit nach... Das gibt's doch nicht, der Jax ist schon wieder hier. Okay, sie ist sogar nach unten ge... Hat aber ihr Ward gestellt. Das heißt, er steht irgendwo hier. Unglücklicherweise... ist Toplane gestorben. Und ich... Ah, ja, schade.
Schade, okay, aber ist okay. Na, sowas passiert. Manchmal läuft man halt einfach umsonst. Wir können aber immer noch Botlane gehen. Wir haben ja jetzt Tiamat und ich können wir halt wirklich einfach, ne, wir gehen hier so, zack, bang, machen so, bang und bumm. Und jetzt können wir direkt wieder runterlaufen. Lissandra kommt hier. Wir laufen jetzt direkt so, dass wir ihr nicht entgegenkommen, dass sie uns auch nicht sieht. Vielleicht hat sie das Pinkwort hier gestellt. Nee, hat sie nicht. So, jetzt gehen wir. Jetzt müssen wir kurz überlegen. Da hat Nami geworden. Deswegen gehen wir hier rüber. Ich bin einfach ein... Oh, shit. Da steht ein fucking Pinkwort. What the hell? Vielleicht komme ich aber rechtzeitig hier rüber. Ich glaube nicht. Ich bin zu langsam. Warum steht hier ein Pink? Das kann nicht sein. Das hat sie doch verkackt, oder? Hier, wieso steht... Hä? Oder... Hä? Also, hä? Ja, also, hä? Also, hä? Also, hä? Also, ich kann mir vorstellen... Hä? Nein, dass man sagt, ja, hey, ich will die Drachenkontrolle. Aber das... Hä? Ja, gut. Dann gehen wir wieder hier. Wir brauchen Schuhe. Ich fühle mich unglaublich langsam. Heilige Scheiße, fühle ich mich langsam. Brr. Oh shit, das hat nicht gereicht. Okay, wir pushen die durch, gehen shoppen, kaufen Moeboots. Das ist der Plan. Das ist ein guter Plan. Kostet Moeboots insgesamt 900 oder 1200? Also, ich glaube, okay, der hat ja, der hat Ult, aber ich glaube, die kosten 1000. Ne, 900. Guck mal, da machen wir jetzt eben Moeboots und dann geht's los. Die Frage ist, ob wir vielleicht direkt über die Lane roamen, weil aktuell. Sind wir ehrlich? Wir sind nicht so erfolgreich. Ah, wir sind jetzt schnell. Zwar nicht erfolgreich, aber schnell. Jetzt könnten wir... Also. Botlane sehe ich mich immer noch. Oder Toplane. Quinn ist so ein... Ich glaube, wir gehen mal eben Bot. Na, Botlane ist leider nicht so viel Potenzial, weil da eine Soraka Twitch Lane ist. Aber... So, also wir haben keinen Nimbus mehr. Aber dafür haben wir jetzt 7 AD mehr und Scotch. Der gute alte Scotch. Könnt ihr das denn... Oh, perfekt. Guten Tag. Einmal bitte dein Leben. Autotech. So, oh scheiße, ich sollte vielleicht für Nocturne helfen, oder? Wie sieht das aus hier mit Nocturne? Ja, den gönne ich mir. Gönnungsschlag. Und hier, die gönnen wir uns auch noch. Vielleicht komme ich ran. Wir machen so Autotech, Ult, laufen. Machen jetzt die W. Autotech Q, Autotech Tiamat Ignite. Schön, jetzt nur überleben. Okay, wir müssen, wer ist denn das? Twitch? Ne, komm Twitch, ich rette dich. Sie hat auch kein Mana. Perfekt. Ne, da habe ich richtig lange gewartet noch, war schön. Ich bin geflasht, damit ich das W zum Slowen benutzen kann. Für alle, die es fragen. Nee, war gut. Und jetzt gehen wir schnell shoppen, weil, ja, weiß ich nicht. Ich meine, sie hat kein Mann, aber... So, und jetzt können wir direkt... Ja, Drag-Tablet, Leute. Drag-Tablet ist Drag-Tablet. Du brauchst Drag-Tablet. Und es wurde ja im Prinzip gebufft, oder? Es hat zwar diesen... Ja, Blackout war schon cool. Aber... Also, Blackout war der Effekt, dass die Runen, die Wards weggehen. Hier, mein Greenscreen macht leider ein Auge, Leute. Es tut mir übel leid, weil ich hab's schon versucht zu fixen. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr mache, dann macht mein Mikrofon Auge. Jetzt leuchtet mein Mikrofon ein bisschen. Ich hoffe, ja... Ich hoffe, es geht halbwegs. Ich hoffe, ihr seid nicht zu nachtragend, Leute. To carry after. So, jetzt können wir vielleicht, weil sie ist jetzt shoppen, vielleicht ganz bisschen eine Platte hier nehmen. Oh, das sieht lecker aus. Das sieht lecker aus. Das sieht lecker aus. Direkt schon mal die Wave bisschen preparen, dass wir gleich sofort roamen können. Wieder. Oder halt ein bisschen mehr Tower Damage machen. So, irgendwie sowas. Oh, lecker. Und jetzt gehen wir Toplane. Wichtig ist immer, lauft nach hinten weg. So weiß Lissandra nicht, wo wir hingehen, weil Jax ist oben, wir gehen jetzt doch wieder nach unten. Wir pingen, wir haben Ultimate. Oh Mann, ich vermisse den Busch schon, aber vielleicht ist es so auch cool. Mehr Damage ist halt mehr Damage, ne? So, die sind da im Busch, die sind locker noch da. Go, 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 go. Wir machen Nami kaputt. Auch Nami hat 300, gibt 300 Gold. Vielleicht machen wir einfach beide kaputt. Ja, vielleicht auch nicht. Oh, shit. Ja, ah. Yes. Oh, der Twitch, der Twitch. Der Twitcher. Der Twitcher, der Twitcher, der Twitcher. Gut, wir gehen direkt wieder shoppen machen, glaube ich. Ne, ob wir von hier in die Mitte laufen oder von der Base in die Mitte, ist so ungefähr fast das gleiche. Fast, ja, wir müssen backporten und so, aber, ne. So, Leute, bei mir geht's gleich zum Sport. Kreuzheben ist angesagt. Heute Abend gibt's einen Sport. Ein Video. Einen Stream. Ansonsten... Oh, 4-0. Brudi, 4-0. Wir waren vor 0-0. 4-0. Schön. Kann sein, dass ich jetzt mal wieder ein bisschen, vielleicht in der Preseason ein bisschen mehr Talon spiele und mal übe. Wisst ihr, was krass wäre, wenn ich einmal gut werden liegt? Das wäre der Oberhammer. Vielleicht diese Season, Leute. Vielleicht ja in dieser Season, wer weiß es. So, wir gehen direkt, wir sind ja der Roaming Star, Roaming Star. Viel Leben hat sie voll. Hier noch nicht direkt drüber gehen, weil hier könnte ein Ward sein, hier könnte überall ein Ward sein. Deswegen immer so in so Zwischendingern warten, auch zum Beispiel in Dragon Pit. Wir könnten jetzt hoch oder wir können jetzt entscheiden, ob wir Mitte gehen. Ich glaube, ich würde sogar... Ja, wir gehen top. Weil sie ist jetzt super deep und ja, perfekt. Wir gehen direkt mal hier so ein bisschen den Wegabschneidersprung. So, sie macht jetzt das hier, aber das ist gar nicht so wild für mich. Brä, brä, brä und tschüss. So, diesmal gehen wir nicht shoppen. Diesmal gehen wir schnell in die Mitte. Ja, sie macht ein bisschen Auge hier.
Stop Make Auge, können wir schreiben. Vielleicht hält sie sich dran. Sie geht auf Grodny. Nee. Sie geht auf Ludens. Ich weiß nicht. Aftershock, Leute, spielt kein... Also, vielleicht ist es... Nee, ja. Also, im Early Game ist es immer noch fein, weil 35 Armor und Magierstanz ist immer noch stark. Aber, Leute, spielt kein Dings mehr. Haben wir den Drachen bekommen? Nö. Ich will auch mal einen Drachen haben. Was ist denn das hier? Oh, 10% Ultimate Cool. Das hätte ich so gerne gehabt. So gerne hätte ich das gehabt. So gerne hätte ich das gehabt. Later. 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 Later, later, later. Da, da, di, oh, da, da, da. Ich bin extra zurückgegangen, weil Nocturne bestimmt für mich geholdet hat. Ja, ne, er hat nichts gemacht. Deswegen. Ja, schön. Schön, 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 schön. Also, jetzt ein Sanguine Blade zu bauen, ist räudig. Ich denke, danach brauchen wir einen Yawmoth, ne? Yawmoth brauchen wir auch noch. Also, ja. Draktarblade, Yawmoth. Und dann entweder, je nachdem, wie die Teams so sind. Black Cleaver ist halt geil wegen der CDR, aber ich würde sagen, Sanguine ist schon fast besser. Hat natürlich nur 50 und 10 Lethality. Aber wenn ihr alleine seid, was ihr ja meistens seid als Dalen. Nicht immer, aber meistens. Ihr assassiniert ja oft auch Gegner alleine von hinten. So, wir gönnen uns jetzt noch eine Platte. Nee, reicht nicht. Dann gehen wir top. Nee, wir pushen jetzt direkt die nächste Wave rein. Lissandra ist unten. Oh, das wird ein Plattenfest, Leute. Ich lade euch ein. Alle zum Plattenfest. Ihr seid alle eingeladen. Oh, ja. Geil. Plattenfest, Plattenfest. Das hier ist ein Plattenfest. Meinen Turm, der hat zwei Platten. Zwei Platten hat der Turm. Und hätte er nicht zwei Platten, dann hätte er nicht so... Ja... aber Plattenfest ist Plattenfest, Leute. Da stirbt man auch gerne mal für und gibt gerne mal 900 Geld ab. Also, Plattenfest ist nur einmal im Jahr. Also, Leute. Außerdem haben wir Ignite bekommen. So, okay. Wir haben Infinity Edge. Sie macht jetzt aber, ne, Brudi? Mach mal jetzt hier nicht auf Auge. Ja, auch ne, hier ist ja auch keine CDR drauf. Also, als zweites Item, Sanguine Blade ist auf jeden Fall Müll. Turbomüll. Und ich glaube, ja, ich meine, ich spiele ja Split-Pushing Talon. Ich weiß nicht, ob es auf andere Talons auch gut ist. Ihr könnt ja gerne mal sagen, wie ihr Sanguine Blade bisher findet. So, da oben ist ein Vogel, der gerade weg will. Ich bin Vogeljäger. Ja. Ich habe mir außerdem, ich werde wahrscheinlich vielleicht am Wochenende, wahrscheinlich vielleicht Pokémon spielen. Könnte möglich sein. Bitte, kannst du bitte sterben, ohne dass ich... Oh Mann, jetzt muss ich echt ulten. Ja, Pokémon. Kann sein. Und also, es kann sein, dass ich Pokémon spiele. Bin noch nicht 100% trusted, aber es kann sein. Vielleicht nehme ich es auch auf. Für YouTube. Und ich werde es mir dann aber auch ein bisschen schwer machen. Also, es wird, glaube ich, schwarz sein. Pokémon schwarz. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich so sage, dass wenn... Ja, dieses Nuzlocke, wenn mein Pokémon stirbt, dann ist es tot. Mit Randomizer, das heißt, überall kann jedes Pokémon kommen. Und ja, keine Ahnung. Also, ne, ich mach's mir auf jeden Fall schwer. Vielleicht ohne Starter-Pokémon oder sowas. Ne? Man könnte ja so extra Dinge überlegen. Bin mir noch unsicher, was wir da machen. Weil Starter-Pokémon ist immer zu stark irgendwie. Ne? Das ist dann immer total free. Aber ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, wir gucken mal, wir gucken mal. So, wir nehmen jetzt erstmal den Turm mit. Wir wollen ja das Game in eine Richtung lenken. Ich denke, dadurch, dass das Game jetzt auch früher zu Ende ist, ist eigentlich besser für uns. So, sie weiß jetzt, dass ich runtergehe, aber ich denke, da können wir trotzdem was machen. Wir sind relativ fix, wir sind flotti Karotti. Machen wir hier so ein Follow-up-Ward. Was geht hier so? Guten Tag, Brodies, guten Tag. Welcome. Das war der Backstabbing-Jump-Backstab. Das ist so ein bisschen wie aus Assassin's Creed, von oben springen und assassinierten Naden. So, was machen wir jetzt? Lissandra ist immer noch da, wir können ja trotzdem mal hier noch drüber lunsen. Ich glaube, sie ist nämlich hier und denkt so, ja, soll ich hingehen, soll ich nicht gehen? Ja. Oh, ich hatte noch gar keine Ult, sonst wäre sie tot gewesen. Schade, 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 schade. Ne, die stehen dann nämlich immer hier so. Hm, soll ich deffen, soll ich nicht deffen, soll ich deffen, soll ich nicht deffen. So, wir müssen jetzt Midland deffen allerdings. Und dann holen wir uns den Turm. Können wir sie töten? Vielleicht. Man weiß es nicht. Wir müssen Aftershock procken. Naja, okay, sie ist direkt weg. Dann nicht. Dann nicht. Dann holen wir uns jetzt schnell ihren Turm. Denn die machen jetzt, ich weiß, ja, ich würde schon sehr, sehr gerne ihren Turm haben, aber ich glaube, sie will das nicht. Wir machen mal kurz hier so, hier ist kein Durchgang. Kein Durchgang. Okay, Durchgang. Durchgang ist okay. Nocturne macht eventuell gerade Aralt. Das könnte sein. Ja. Leute. 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 Durchfahrt. Ja, ist niemand hier, Leute. Was soll ich machen?
Brenn, renn, brenn, renn, brenn, renn. Oh, Mann, niemand ist da. Leute. Ja, na gut. Jomus? Ja, dieses Item, boah, weiß ich nicht, Leute. Weiß ich nicht. Ist günstig, aber das war es auch. Es ist günstig. Die Rune ist nett, aber dann kann ich auch lieber das hier mitnehmen, oder? Also, ich glaube, dieses Item müssen die buffen. Ich sehe da echt... Ja, so klar, Vision ist cool und so, aber... Ich finde, das ist eher ein Item für einen Supporter, wie Pike. Das ist ein Support-Item, meiner Meinung nach. Das ist sowas wie Pike oder Senna oder sowas. Die sehe ich auf diesem Item, aber so einen vollwertigen Böller-Boy wie mich, den sehe ich da überhaupt nicht. Den sehe ich da überhaupt nicht. Okay, wir sind zweimal gestorben, das ist räudig. Aber es ist okay, Reut. Ja, ich weiß nicht, ich hätte da vielleicht nicht sterben sollen. Ich muss auch echt lernen, Leute, manchmal vielleicht weniger zu sterben, beziehungsweise Leute zu verkaufen. Ich muss lernen, Leute zu verkaufen. Manchmal einfach dann, zum Beispiel da gerade, hätte ich nicht... Ja, ich meine, man weiß im Nachhinein immer erst, wie es ausgeht. Na, vielleicht wäre es ja auch cool gewesen, aber... Vielleicht wäre ich weggekommen, war ja gar nicht so unknapp, ne? Hätte Nocturne keine Ult gehabt, wäre es fein gewesen. Aber gut, so, wir gehen jetzt mal im Top-Lane, weil wir machen... Obwohl, nee, Drache. Der Ocean Drake. Der Ocean Drake. Den hätte ich schon... Ja, weiß ich nicht. Hätte ich den gerne? Weiß ich nicht, ob ich den gerne hätte. Ich weiß nicht, ob ich den Ocean Drake gerne hätte. Eigentlich würde ich am liebsten... Das wäre... Eigentlich wäre es 1000 IQ, glaube ich. Den Ocean Drake abzugeben. Um dann später 4 von denselben Drachen zu bekommen. Later, Boy. Die habe ich auf jeden Fall... Die ist auf jeden Fall komplett explodiert. So, was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt Botlane. Ich denke, wir gucken nämlich, dass wir splitten nachher gleich später. Soll ich... Oh, Drake. Wer ist denn... Ist Jackson in der Jungle? Ich habe gar nicht gesehen. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Der Ocean Drake ist nett. So ein Ocean Drake. Mehr brauche ich jetzt aber auch nicht, ne? So, als nächstes kommt Erde. Erde. Erde ist so... Boah, Erde. Was will ich mit Erde? Leute, was will ich mit Erde? Also Erde ist halt echt so... Ich krieg immer Erde. Es ist immer Erde. Naja, nee, also... Weiß ich nicht. So, da oben spawnt ein Aralt. Gut, schön. Wir gehen mal eben Jomus machen. Weil... Und dann gucken wir, dass wir auf Dauer diesen Turm... Aber die sind jetzt gerade alle nicht auf der Map. Das heißt, die werden gleich alle hier auftauchen. Oder zumindest ein oder zwei Gegner. So, weiter im Text. Wir gehen jetzt... Also jetzt könnte man, lasst uns mal überlegen. Macht dein Black Cleaver Sinn? Nein. Das heißt, wir gehen jetzt Sanguine Blade. Sanguine Blade, weil oft, ich habe immer ein Item offen, so auf Talon. So halb, also ja. Wir brauchen jetzt Black Cleaver Sanguine Blade, das wäre der Item-Build. Manchmal brauche ich nämlich noch sehr gerne GA. GA wäre auch cool, ganz im Late-Game. Dann könnte man Sanguine Blade vielleicht verkaufen für GA. So, wir gehen jetzt splitten. Wobei ich habe noch kein Sanguine, aber da in der Mitte will ich auch nicht sein. Das sind mir zu viele Gegner. Benutzen die Wände jetzt extra nicht. Zack. Zack, 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 zack. Getty, Getty, Spaghetti. Leute, die enden gerade. Was macht ihr denn zu viert da oben? Ja, Sacha Mai. Ne, ich bin jetzt extra. Ich hätte ihn deffen können, aber ich bin nicht hingegangen, weil halt niemand da war. Alleine hätte ich nichts machen können. Und dann kann ich lieber hier auch so ein bisschen, ne? Ein bisschen was machen. Mein Team intet leider. Das ist nicht so gut. Ja, die Frage ist, aber vielleicht kann Ryze das ja deffen. Ihr habt ja immerhin niemanden gekillt. So, okay, die machen jetzt Baron, aber können die Baron machen, wenn ich hier Stress mache? Geht das? Können die das? Dürfen die das? Ich meine, das ist auch der Botland-Tower, ist der beste. Ich meine, ich komme jetzt, okay. Wir müssen mal kurz rüber, wenn sie mich chase, wäre fein, aber macht sie nicht, scheiße. Ja, wir können jetzt zum Baron rüber. Ich habe auch schon Drake, ich heim mich ein bisschen. Wir haben 711. Aber ich glaube, ich bin nicht rechtzeitig. Aber es ist noch ein relativ früher Baron. Und Quinn fehlt. Ihr müsst da jetzt rein. Ihr müsst da jetzt rein. Ihr müsst da jetzt rein. Den klaue ich, den klaue ich. Den habe ich nicht geklaut. Ich war sofort ein Eisblock. Ich war instant ein Eisblock. Scheiße. Okay, aber das wird eine Carry-Action, Leute. Wir müssen... Also das wird halt wirklich eine Herausforderung. Wir müssen dieses Game carryen. Also es sind alle am Inten. Also... Nee, eigentlich nicht, aber spielerisch sind sie. Also, ne, sie sind nicht am Inten, aber sie, weiß ich nicht, sie machen nichts. Aber das ist ja gut, weil in solchen Runden kann ich zeigen, was wir können. Das war jetzt gerade, ja, ich meine, ne, hätte ich den Baron jetzt bekommen, wäre es Pock gewesen. Ich glaube, ich hätte ihn gekriegt. Ich wollte Q-Out-Attack machen, aber ich war sofort ein Eisblock. Ich habe Ult, glaube ich, Q kann vielleicht nicht durchgekommen sein, aber ich war einfach sofort ein Eisblock. Da ging gar nichts mehr.
So, wie viel brauchen wir? 1,6. Ich würde am liebsten das fertig haben, bevor wir das da wegmachen. Vielleicht, wir gehen mal ganz kurz Geld cashen. Das bedeutet, wir suchen jetzt irgendjemanden zum Töten, da oben. Entweder sie, das sieht auch nach einem Bait aus da oben, oder im Jungle. Was hat Nocturne? Nocturne ist aus Papier. Nocturne ist aus Papier. Und da kommt allerdings auch eine Lissandra. Frage ist, ob Gwyn immer noch hier ist. Wahrscheinlich nicht. Sehr wahrscheinlich nicht. Aber Nocturne könnte hier im Jungle sein. Oder irgendwer. Drake kommt erst in 1,30er. So, jetzt ist die Frage. Okay, da unten ist viel Action. Quinn ist auch da. Sie enden wieder, wie gewohnt. Aber das ist okay, weil ich glaube, wir kriegen Minimum einen Kill hier raus. Oh, Jax ist on fire, das ist gut. Ja. Hier wollte ich auch lang, das ist okay. Ja, 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 weiß ich nicht. Ist schwierig. Okay, 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 okay. No, 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 no. Wie ist das für slow? Warum bin ich so langsam? Warum bin ich so langsam? Okay, passt auf, Leute. Wir müssen erstmal einen Call machen, weil hier passiert überhaupt nichts. Jeder intet einzeln. Bei mir, ich bin jetzt auch ein paar Mal gestorben. Guys, we need to go S5. Also, das reicht aber nicht. Ihr müsst doch sagen, weil das, dann denkt jeder, okay, so wie bis jetzt. We need to go S5 und dann muss man gleich sagen, Mitte. Let's go. Let's group. Let's group for Drake. And then mid. Das ist ein Call. Dann, da hast du was, da kannst du dich dran halten. Das ist was Fleischiges. Da weißt du, okay, wir gehen jetzt für den Drake und dann für die Mitte. Ne, aber hier rennt halt jeder runter. Jeder rennt hier runter. Das ist der Wahnsinn. So, Quinn ist 9. Quinn ist mittlerweile super fett, sehe ich. Sehe ich. Gut, wir brauchen ein bisschen Geld. Wie viel? 1,1. Das ist hart. Okay, der Erddrache ist vermutlich weg. Was ist hier unten los? Können wir die mal töten? Ich glaube nicht, aber wir können sie mal versuchen. Ja gut. Das war's doch schon wieder. Schön. Schön! Nami ist 2,7. Die kriege ich immer sehr einfach gekillt. Bringt... Oh, das ist eigentlich cool. Wenn ich hier drüber springe, ist nur das. Nicht das. Cool. Sehr cool. Okay, Erddrache ist da. Ich habe leider kein Ward. Ich push auch mal... Eigentlich ist das gut für Talon, diese Dinger. Ja, Drache ist weg. Wie gedacht. Das ist der zweite für die. So, wo kriege ich jetzt schnell 1-1 her? Da. Da sind... Okay, eigentlich auch hier. Nee, das ist mir... Das ist mir... Alter! Linda! Was passiert? Ich kann nichts machen. Warum? Was ist denn das? Ich meine, okay, die ist mittlerweile auch super fett. Aber ich werde einfach... Wisst ihr, was das ist, Leute? Wisst ihr, was es ist? Ich kann euch sagen, was es ist. Ihr denkt jetzt, ja, Tobi, du bist einfach bad. Nee, ich kann euch nicht sagen, was es ist. Ja, also vielleicht bin ich gerade ein bisschen bad, aber... Also klar, diese Gegner sind fett, aber das ist... Mir fehlt Nimbus Cloak. Ich bin einfach Nimbus Cloak gewöhnt. Du drückst auf Ultimate und du bist einfach ein D-Zug. Das bin ich gewöhnt. Und ich habe jetzt halt... Ja... Scorch. 368. Das macht jetzt... Scorch. Okay, ist das Kaiser? Ich hoffe. Nee, das ist Quinn. Töte sie bitte. Bitte töte sie. Bitte töte sie. Bitte tötet sie. Irgendwie. Irgendwen. Ich komme, Leute. Das ist... Ich brauche jetzt mal meinen Sanguine Blade hier. Sonst flippe ich aus im Kitchen Room. Ich habe einfach nicht mehr... Oh, pock, 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 pock. Ich habe einfach nicht mehr diesen freaking fucking... Oh, meine Mobi-Boots gehen jetzt aus. Das ist nicht so geil. Aber hier ist eine Wand. Eine Wand ist wie ein neues Leben. Schalalalalala. Sanguine Blade. Boah, 850 Cash. Bra, bra. So. Jetzt gehen wir für einfach die Split-Kanone, Leute. Ich werde jetzt mein Team dirigieren und die Split-Kanone machen. Und jetzt brauchen wir aber mehr CDR, damit wir öfter ulten können. So, das ist der Item-Bild. Guys. I will split the shit out of them now. But you need to go as for mid. Don't split. Ja, wahrscheinlich wird jetzt in der Botlane gehen, aber... so. Weil, das Problem, wir müssen kurz überlegen, können wir Quinn besiegen? Ich glaube ja. Sie hat kein Stundenglas, sie ist sehr, sie macht sehr, sehr viel Damage. Ich muss sie aber auf den richtigen Fuß erwischen, dann geht's. Wir haben jetzt Sanguine Blade, das heißt, wir haben super viel Tech Speed und ein bisschen mehr Lidl at, Dings. Es ist gerade niemand auf der Map. Oh, das klatscht ja hier. Guckt euch dieses Klatsch, plam. Plank. Plank. Okay, jetzt geht's hier gleich los. Wir können jetzt hier nicht hingehen. Wir müssen warten. Wir müssen klug sein. Wenn ihr splittet, müsst ihr klug sein. Wartet, wo die Gegner sind. Die könnten jetzt, wenn ich dahin gehe, alle aus dem Busch kommen. Vielleicht kommt jetzt auch einer und ich töte ihn einfach. Na, seid klug. Seid klug. Das ist mein Hinweis an euch, Leute. Ich hätte ja gemacht, die gesagt, die machen Baron, aber machen sie nicht. Das kann sein, dass sie jetzt gleich ihre
Aufdeckung macht. Ich hoffe nicht. Sie ist Level 16. Sie ist aber längst nur 13. Seid Klugsprung! Bra! Na Leute, das ist klug gewesen. Jetzt allerdings... Okay, das ist nicht bei mir und Quinn wird zum Team gehen. Das heißt... Oh ne, lol, das ist hier. Ich habe jetzt keine Ultimate. Das heißt... Ja, okay, das ist cool. Mach ein Bind, mach ein Bind. Geil, 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 geil. Okay, sehr, sehr geil. Allerdings ist mein Team... Ja, nur Sorakas tot. Und Lissandra geht undurch. Und jetzt können wir richtig... Ich finde, eigentlich sollte Ryze zwar nicht hier sein. Aber jetzt gerade ist es ausnahmsweise gut. Ryze, go mit. Das kann ich jetzt alleine. Also, der muss Mitte gehen, weil... Ryze, Death Base. Ja, genau, weil hier sind nämlich Dinge da. Und hier sind Dinge. Drei sind tot. Lissandra ist unten. Nocturne ist auch woanders. Das ist gut. Guck, und jetzt können wir richtig hier das Ding wegsplattern. Brä, 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 brä. Wer ist das? Lissandra, die kann ja nichts. Oder? Kann die was? Naja, so halb. Ja. Hä, was war das? Ah! Nee, ich wusste es nicht. Achso, ich habe eh nicht geultet, ne? Von daher kann ich mich auch nicht über Nimbus beschweren. Aber ich bin so langsam. Ja, das liegt auch an dem Mobiboot so ein bisschen. Fucking langsam. Weil wenn du die Mobiboots nicht hast, dann hast du den nämlich nicht. So, wir haben jetzt Black Lever noch nicht. Mir fehlen 200 Gold. Wo kriege ich 200 Gold her, ohne zu sterben? So, wir haben Toplane zwei Türen gemacht. Midlane ist noch ein Tour und Botlane würde ich gerne haben. Können wir das hier nehmen, ohne zu sterben? Ist das möglich? Danke. Merci. So. Ja, vielleicht können wir auch... Ne, wir gehen... Ah, Leute, Leute. Wir holen uns Kaiser. Die kommt nämlich jetzt in die Mitte. Wir machen den Endvisionierer an. Die kommt jetzt entweder hier lang, glaube ich nicht, oder hier oben lang. Das heißt, wenn sie hier nicht aufploppt, macht sie aber... Slick! So, jetzt ist die Frage... ich muss eben Black Cleaver fertig machen. Die können keinen Barrel machen, wenn einer von denen tot ist. Also, glaube nicht. So, also einer von jedem. So, wir machen Black Cleaver, weil dann können wir jetzt finally Dinge machen. So, I go bot now. If they come, you go Baron. But stay together at mid. So, das heißt, wenn da in der Mitte was passiert, kann ich schnell... Oh, Drake, 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 Drake. Scheiße. Ich habe keine Ult. Niemand ist da. Leute, mein Team, also das Micro von meinem Team. Nicht das Micro, das Makro von meinem Team ist Katastrophe. Die sind nie da, wo man sie braucht. So, jetzt könnte es sein, dass einer Botlane kommt. Oder? Was soll denn das jetzt? Sag mal. Bruder! Hä? Ja, okay, hä? Da war ein Wort drin, erzählt nicht. Bei Minute 30 da ein Wort. Ihr könnt, erzählt nicht. Nee, könnt ihr nicht erzählen. Die einzige logische Erklärung, die ich dazu habe, ist, dass hier gerade ein One-on-One war und da einer reingewordet hat, weil der sich da drin versteckt. Das ist die einzige, da wordet doch niemand bei der 30. Minute. Wer ist denn so dumm und wordet? Da könnt ihr die bitte töten. Das wäre übel geil. Danke. Danke. Also, davon distanziere ich mich. So, wir können jetzt GA kaufen noch. GA statt Tiamat. Wäre eine Option. Was das für eine Geburt ist. Ist das so eine Geburt? Okay, die machen Baron. Die haben aber weder Quinn noch Nami. Da kommt eine Reis-Ult. Das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ich gehe jetzt direkt Tümmel clashen. In die Mitte gehe ich. Oder ich gehe Botlane. Ich gehe direkt Botlane vorbereiten. Das ist, ja, was heißt vorbereiten, ne? Hier so erst die, dann die, dann die, dann die, dann die, dann die. Aber Vorbereitung ist Vorbereitung, Leute. Ich glaube, mein Team... Oder soll ich den beim Baron helfen? Nee. Ja, oder... Boah, weiß nicht. Das ist jetzt gerade so... Ich glaube, ihr schafft das, oder? Oder ist es jetzt... Vielleicht hätte ich da... Da hätte ich hingehen sollen. Das wäre klug gewesen. Aber... Ich will ja eine Distanz möglichst weit vom Baron erzeugen. Aber das hier ist halt noch so weit entfernt. Aber ich bin flott. Ich bin eine flotte Karotte. Ich bin schnell. Wir brauchen auf jeden Fall den nächsten Drachen. Ohne Witz, die Drachenseele. Ich persönlich finde, die ist zu stark. Wenn ein Team die Drachenseele hat... Ich meine, man hat es sich ja erkämpft, ne? Aber... Ja, keine Ahnung. Da hast du schon fast gewonnen. Beziehungsweise verloren. Je nachdem, wer das halt hat. So, jetzt müssen wir warten wieder. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier warten will. Weil langsam wird der Trick alt. Aber... Go all top. Haben die sich eigentlich einmal in meinen Call gehalten? Ich glaube nicht. So, Quinn oder wer das hier gerade war, geht jetzt woanders hin. Und wir smashen jetzt den Tower hier weg. Wir scheißen jetzt mal ganz... Ich will ja auch Sanguine Blade testen. Also zum Split-Pushen ist cool, aber ich komme nicht so richtig weiter hier.
So, wir warten jetzt hier. Und wenn jetzt in der Mitte gefightet wird... Oh, Mann. Hä? Wieso sehen die mich? Geht weg. Wieso seht ihr mich? Geht weg, geht weg, geht weg. Hä? Wieso konnten die ganze Zeit A noch auf mich schießen und B? Wieso hassen die mich so sehr? Das bin ich nicht gewohnt, dass ich so sehr gehasst werde. Das kenne ich nicht. Warum werde ich so sehr gehasst? Aber wenn mein Team nur eine Sekunde geil wäre, dann würden die in der Zeit einfach den Turm kaputt machen. Wisst ihr, das ist das Problem. Da kommen alle Leute. Guys, when all come to me, just take their mid-turret. Deswegen sage ich, die sollen gruben. Das ist ja der Plan. Wenn alle zu mir kommen, dann soll was anderes kaputt gehen dafür. Dann ist das fein, dann ist das okay. Dann sterbe ich da gerne für. You died in the jungle. Ja, da unten. If you group mid, you can just take the turret. Gut, was kaufen wir jetzt? Also ich glaube, wir sparen auf... Ah, GA, wenn ich so sterbe wie gerade, bringt mir halt GA überhaupt nichts. Wir können halt auch Hydra bauen, aber brauche ich die Hydra? Lives haben wir jetzt eh schon, das macht Hydra noch uninteressanter als vorher. Ich glaube nicht, dass wir die Hydra wirklich brauchen. Ich meine, ich könnte jetzt auch mal mit dem... Ich wollte halt einmal mit Sanguine Blade am Tower kloppen. Ist das zu viel verlangt? Ist das zu viel verlangt, Leute? Leute. Ich hole mir jetzt den Red Buff. Ich habe jetzt Schnauzen. Okay, na, Moment. Ja, ping mich nicht. Du machst doch gar nichts. Er hat ein Papier-Item-Bild. Also, das gelbe Jungle-Item-Jacks bin ich kein Freund von, Leute. Kein Freund. Hashtag kein Freund. Das kann doch nicht wahr sein. Warum hasst ihr mich? So, wir haben Ocean Drake. Ja, ich wäre als Backup-Unterstützung nochmal da, aber... Ja, nee, ich verkaufe den jetzt, Bruder. Ich habe keine Ult, was soll ich machen? Der Jax ist einfach bad, Leute. Sorry, aber der ist bad. Da kann ich nichts machen. Das war... Ich wäre da nur gestorben. Der, vor allem hat die Quinn ja auch nochmal immer 1000 AP da bekommen. So, wir haben aber sehr viel Geld. Sollen wir... Was können wir machen? Wir könnten das andere... Sollen wir mal das... Komm, wir kaufen das jetzt. Einfach aus Test. Einfach aus Test. Außerdem, wir haben jetzt wie viele Delity? Wir haben... 57. Wir verkaufen jetzt das. Wahrscheinlich ist es worthless, weil ich jetzt halt... Oder wir kaufen Edge of Night. Es hat 50 und 10. Das hier hat auch 50 und 10. Ja, machen wir das. Wir verkaufen es wahrscheinlich später wieder, aber... Ne? Gut, so. Jetzt haben wir 69 Lidelity. Ist das mehr als vorher, oder? Die haben ja auch ein paar Zahlen genervt. Ja, okay, die haben jetzt den Drachen bekommen und die Drachenseele. Oh Mann, das ist so traurig. Immerhin sehen wir jetzt Wards. Ich meine, ich hätte auch vorher mein Trinket mal nutzen können, aber... Na, was soll's. So, wir müssen jetzt unbedingt jemanden töten. Oder... Ja, okay, ich muss in die Mitte ganz schnell. Ganz, ganz, ganz schnell. Da passiert nämlich jetzt was. Oder oben. Okay, Mitte. Leute, können wir... Ne, oben. Können wir hier was machen? Da ist... Nocturne ist nicht hier. Okay, das ist, glaube ich, super dumm, was ich gerade mache. Oh Mann, was ist das für ein Slow? Wieso bin ich immer um 80% geslowt? Das tut so weh. Ja, ich weiß nicht, Leute. Wir können nichts machen. Nichts. Nichts. We no can do no. No, no, no. Und er sagt, why do you focus Lissandra? Ja, wie, why do you die top lane? Oh, this game kostet mich alle Nerven. Alle Nerven. Können wir den töten? Level 17. Ich bin Level 18. Es ist halt auch traurig, dass nicht ein Call von mir mal befolgt wurde. Dass sie mal zusammen irgendwo hingehen und pushen. Einmal. Nur ein einziges Mal. Da wäre ich... Das wäre richtig, richtig schön. Schön wäre das. Richtig, richtig schön. So, gib mal jetzt her hier. Zack. So, die Gefahr, dass gleich ich sterbe, ist sehr hoch. Das bedeutet, wir warten hier. Also, wie können wir das Spiel gewinnen? Die haben jetzt halt die fucking... Jetzt hat jeder von denen ein Schild, was Minimum 200 gibt, plus noch ganz viel. Das ist komplett wie... Also, jetzt ist unsere Gewinnchance halt super gering. Also, es ist quasi eine Geringchance. Können wir den töten? Der ist aus Papier. Wir müssen den töten. Wir müssen. Wenn wir den nicht töten, dann können wir gleich aufgeben. Danke. Okay. Der ist aus komplettem Papiermaterial gemacht. Deswegen ging das. War okay.
Hätte er mich gefeiert, wäre ich wahrscheinlich gestorben. Aber, ah! Okay, okay, wer ist das? Jax. Ich muss aber erstmal kurz... Ja, was macht denn der Jax auch hier? Ich bin doch... Ich finde es zwar gut, aber ich... Bruder, tschüss. Was macht der denn? Warum ist der immer bei mir? Ich hätte flashen sollen. Jax, can you stop going to my lane? I solo split push. Ich glaube, jetzt gerade hat er mich gerettet so ein bisschen, dass er die Aggro bekommen hat, bin ich ehrlich. Aber es ist trotzdem falsch, dass er da oben ist. The... Ah ja, jetzt ist wahrscheinlich eh vorbei, aber... The only chance we win this game is you go as four, I split, and if you get engaged, I engage them from the back. So, das Ding verkaufen wir, glaube ich, wieder. Weil, ja, keine Ahnung, Leute, das hat nichts. Was wir kaufen können ist, wie viel CDR haben wir? 40. Ich hätte mich auf Death Dance gesehen. Machen wir auch, klar, CDR-technisch. Und ich glaube, wir verkaufen mal die Mobi-Boots, weil, ne, Leute, dieser Slow, der macht mich richtig kaputt. So, und kaufen uns das. Wir sind jetzt halt leider Fullbild. Hier passiert schon wieder irgendwo was? Bei uns in der Base? Ja. Okay, können wir den ganz schnell töten? Der muss schnell sterben. Schön. Okay, der ist tot. Wie sieht's aus? Könnt ihr irgendwas machen, Team? Macht irgendwas. Oh, dieb, 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 dieb. Ah. Okay, da kommt der Quinn-Dude wieder an. Ja, das war's, Leute. Das war's leider. Sehr traurig tatsächlich, muss man sagen, aber... Also, ich weiß nicht. Ihr könnt gerne... Weiß ich nicht. Das war's. Ja, Leute, ich hab's echt versucht. Ich hab's super krass versucht. Ich hab alles in my hand making might versucht. Aber es... Es war zu schwer. Mein Team war... Also, ich bin ehrlich, ich hab auch hier und da geintet. Ja, ich bin nicht sündenfrei. Ich bin nicht sündenfrei. Aber, Leute, mein Team hat überhaupt nichts gemacht. Was hat mein Team gemacht, wo man denkt, okay, hey, lasst uns mal kurz so überlegen, was hat mein Team in diesem Spiel gemacht? So, wo man denkt, okay, ne, die haben geilen Drain gemacht, die haben geilen Baron gemacht, die haben geilen Turm gemacht, die haben... Ach nee, das haben die alles nicht gemacht. Ja, egal, es war trotzdem eine... Ja, es war ein bisschen eine harsche Runde, aber es war trotzdem eine nette Runde. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Ich habe ein bisschen geweint, ich hoffe, das war nicht so schlimm für euch. Ich weiß natürlich, dass ich auch selber ein Zacke Lord bin. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, auf Wiedersehen und tschüss. Ich habe euch lieb und goodbye.